gucken wir mal. So, schaffe ich da noch eine hin? Die will nicht. Tja, ich bin mal hier noch so ein Stück. Zack. Die will auch nicht. Da kann ich höchstens noch mal. Nee. So. Ja, besser. Und du kommst dann. Wo kommst du hin? Erstmal, hör mal hier, das gefällt mir nicht. Da kommen die ja hoch. Theoretisch. So. Jawohl. Gut. Warum da jetzt immer noch kein Rasen gewachsen ist, ist mir schleierhaft, aber was soll's. Ah, siehst du? Könnte ich direkt mal ernten. Lass mal hier oben das voll machen. Dann flutscht es da rein und dann passt das. So. Jo, jetzt passt's auch. Naja, zumindest halbwegs hier. Nach vorne ist noch ein bisschen was. Das will hier noch nicht ganz, aber na, was soll's, das geht so. Ist zwar jetzt auch nicht so die imbar große Plantage hier. 25 hat's mir jetzt gebracht. Oh nein, was soll's. Ist jetzt auch nur Deko, meistens mache ich es ja eh mit Essen. Und ich könnte sagen, das benutze ich halt nur, um hier meine Tiere zu füttern. Dann habe ich eine gute Ausrede. So, apropos füttern. Wie kommst du noch hier draus? Lol. So, kommt mal her, Leute. Das war doch schon erfolgreich. Da kann ich ja bald ernten. Eigentlich könnte ich jetzt schon ernten. Das sind doch viele. So. Da habe ich noch genug Weizen. Wird langsam echt voll hier drin. Okay, ist da ein bisschen was zu essen? Ach Gott, ey. 64 da rein, 43 da rein. Passt. Dann kommt der ganze Kram erstmal weg. Zack, 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 zack. Da, das Gravel, nein, Gravel kann auch weg. Der Bogen, der kann auch noch weg. Und den Kram, den muss ich dann jetzt erstmal erzen. Nee, weiß ich nicht, entflözen. Na, hörst du mal. So, hier, Haltbarkeit im Glück. Dann nehme ich erstmal die Eisenspitzhacke und mach damit fertig. Dann ist die weg. Das Gold wird geschmolzen und das kommt da auch noch mit rein. So. Gut, jetzt brauche ich nur noch einen Platz, wo ich das aufbaue. Nee, halt. Dahin. Habe ich nicht noch einen? Kann ich doch einen Plattenspieler? Drei sogar. Wollte gerade sagen, da bastel ich noch einen Plattenspieler. Ja, was soll's. So, dann brauche ich Holz. Wo ist das Holz? Wo ist das Holz? Hier haben wir es. So, zack, 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 zack. Mal sehen, das war, glaube ich, einfach nur so in der Mitte, ne? Ja. Sehr schön. Wer kommt denn einfach hier hin? Und dann hören wir uns das mal an. Machen wir Pause. Zup. Wo ist jetzt die Schallplatte? Hier ist sie. Er ist jetzt nicht so laut.
Ja, es klingt aber ganz angenehm. Ja doch, kann man nehmen. Jetzt muss ich noch warten, bis es vorbei ist, dann mache ich meine Playlist wieder an. Wobei ich überlege hier das Ganze wieder ein bisschen zu skippen, aber ach was soll's. Kann auch mal hier so ein, zwei Reihen abbauen. Dann kann man auch mal sehen, wie gut es eigentlich geht mit einer Glückhacke. Jetzt klingt es schon wieder so, als würde es langsam zu Ende gehen. Ups. Ja, immer auf den Weg achten. Gott, nee, das wird viel zu lange dauern. Jo, tja, da bleibt mir nicht sehr viel übrig. Aber ich werde jetzt hier erstmal nochmal kurz die Reihe fertig machen. Dann mache ich noch den Redstone, den, das Lapis und den Rest, den erspare ich euch dann. Sonst stehen wir hier morgen früh noch. Das heißt, morgen früh, ja, hm. Real Life ist es jetzt 10 Uhr, knapp. Und das morgen früh würde dann bedeuten, mindestens noch 20 Stunden. Ach, ich rede schon wieder Mist hier. Ist egal. So, die Reihe noch schnell fertig. Tralalala, ich weiß nicht, ich könnte noch irgendwas erzählen. Ich erzähle nichts, ich erzähle Blödsinn, damit irgendwas dasteht. Und dann, wir sehen uns einfach gleich wieder. Nein, das war schlecht. Tada! Alles weg. Alles weg. Und ich war vorher Stufe 6, jetzt bin ich Stufe 23. Das ist nicht schlecht. Also ich mag das. Ja, so gut. Dann erstmal verkaufen gehen. Quatsch, nein. Boah. Ja, hier verstauen gehen. So, das wollte ich sagen. So, hier. Bitteschön. Einreihen. Und jetzt muss ich da oben eine neue Reihe anfangen, sonst habe ich keinen Platz mehr. Ist Eisen fertig? Nee, nee, nicht ganz. Aber hier, sehr schön. So. Da habe ich wieder ordentlich Reserve. Das Zeug nehme ich mal mit. Weil wir daraus jetzt erstmal was basteln. Und zwar Blöcke. Ich brauche nämlich jetzt die ganzen kleinen Dinger hier. Der täuft sich und dann, naja. So. Hier noch einen. Und gut ist. Schon haben wir Platz. So. So, und Redstone habe ich auch wieder ein bisschen was. Ah, hier ist noch Kohle. Ja. Gut, dann mache ich das so. Dann kann ich die bis zum Boden basteln. Das bleibt so, das ist okay. Das kommt noch darüber und dann muss ich wieder meine Hacke wegpacken. Das auch. Die Werkzeuge sind jetzt nicht mehr allzu gut, aber ne, was soll's. Gut. So, jetzt 25 sollten reichen. Ich ein bisschen schlachten. Ja, 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 ja. Mal überlegen. Es ist nicht möglich, die zu zählen, also einfach töten. La, 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 la. Wir sind genug. Da ist ja noch Nachwuchs. Uff. 20. 24. Das sieht schon mal ganz gut aus. Du bist mal tot. Du bist auch noch tot. Wenn ich 32 kriege, wäre es natürlich cool, aber ja, na, 33 auch okay. So, der Rest kann jetzt erstmal noch wachsen. So, und für den Fall, dass wir schon wieder poppen können. So, dann macht's mal. Schön. Das passt. So, was ich aber festgestellt habe, ist, dass der Zaun zu niedrig ist. Ab und zu sind manchmal kleine Tiere rausgegangen. Ja, das ist scheiße. Die sollen nicht rausgehen. Deswegen muss ich jetzt mal kurz was gucken. Ja, hier ist noch ein bisschen Zaun. Hier ist noch ganz viel Zaun. Das freut mich. Das kommt da rein. Das kommt dann hier. Ab in den Ofen. Dann mache ich jetzt erstmal den Zaun größer, sonst rennen die mir da ständig raus. Da habe ich keinen Bock drauf.
weil ich sie dann töten muss. Alles, was rausrennt, das muss getötet werden. Sonst vermehrt es sich unkontrolliert. Nein, es wird bestraft quasi. Also das darf dann noch nicht mal die 3 Minuten leben, bis ich es schlachte. Ja. Dieb, dieb. Da ist schon wieder eine Kuh im Boden. Na toll. Wie mache ich das jetzt hier? Mache ich es noch eins höher. Nicht auf die Idee kommen, ja? So, weg damit. Ja, genau hier so. Dann muss ich noch ein paar Baumstämme besorgen. Stämme, habe ich jetzt alle Falltüren? Naja, 5. Habe ich noch welche hier? Hm, zumindest ein bisschen Holz, das reicht nochmal für 2 Falltüren. Ansonsten müsste ich dann echt demnächst mal, ja hier, 1, 2. Bisschen, ach hier ist noch genug. Was holen gehen. Ah, die werde ich sowieso noch brauchen, deswegen nehme ich sie gleich mal mit. Genauso wie das, die Stufen hier. Ja. Weil dann baue ich nämlich gleich an der nächsten Baustelle. Die geht relativ fix, also da, das geht schnell dann. 7. Das reicht. Okay. Schnell raus. Einmal hoch. Nochmal hoch. Und dann haben wir das. So. Nee, das brauche ich ja noch, das Ding. Mal hier die Falltüren von innen anbringen. Da komme ich nicht ran. So. Ja, das war jetzt unklug, aber ist egal. Komme ich da hoch? Ja, da komme ich hoch. Sehr schön. Tja, ist nur mit abbauen. Gut, dann kann ich hier vorne noch die Dinger fertig machen. Dann muss ich hier vorne nochmal rein. Jetzt komme ich da an die Falltür nicht ran. So, jetzt sollten sie auf jeden Fall nicht mehr entkommen dürfen. Es sei denn, sie lägen sich irgendwie raus, weil das hier wieder mit dem Server und so weiter und bla bla bla. Komm mal raus da. Die kommt nicht aus ihrem Loch raus. Naja, was soll's. Bleibt halt drinnen. Hier wollte ich nochmal eine Tür hinmachen oder sowas, ne? Mach ich es erstmal so. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem nächsten hier. Nämlich dem kleinen Dingen, was ich hier basteln wollte. Jetzt muss ich mal warten, bis der Kack hier weg ist. Oder auch nicht. Weil, ja, ich will jetzt hier so einen kleinen Holzschuppen hinbasteln. Sprich, so einen Holzunterstand. So einen einfachen. Geht relativ schnell, fix, sieht ein bisschen gut aus, dekoriert halt. Und dann hat man hier so ein bisschen was stehen. Weniger so nichts halt. Außerdem kann dann hier weniger was spawnen, weil ich das auch beleuchten will. So. Dazu brauche ich noch den Zaun hier. Dazu brauche ich dann das hier. Dazu brauche ich dann die Slabs. Sagen wir mal so. Das ist tief genug. So. Dann kommen jetzt hier so Baumstämme rein. Zack, zack. Stellen wir hier noch ein paar hin. So, dann muss ich das Ganze noch ein bisschen größer machen. So, weil sonst komme ich da auf das Dach nicht drauf. Nein, nein, das war nicht schön. So. Na, mache ich das dreistöckig? Nee, das geht auch so. Dann kommt hier vorne nämlich so ein ganz einfaches Dach drauf. Ich hoffe mal, dass ich dann hier mit der Seitenbeleuchtung das dann so hinkriege, dass hier genug Licht ist, um das Spawnen zu verhindern. So, jetzt kommt nämlich da noch so ein Zeug rauf. Und schon ist es fertig. Sieht ein bisschen krumm aus hier. Na, warte mal. Vielleicht kann ich es auch noch so machen. So. Nee. Machen wir es mal so. Dann sieht man noch, dass da was ist. Dann ziehe ich die noch, den einen zumindest noch vor. Und dann, ja. Ist jetzt dadurch, dass die Dimensionen von diesem Holz so groß sind, ist das jetzt natürlich ein bisschen seltsam. Ich hätte jetzt gern, dass es ein wenig anders aussieht.
Aber dann müsste ich das Dach noch mal eins höher machen. Also komplett höher. Ob das Dreier aussieht? Ich probiere es mal. Und das kann ich jetzt eh nicht machen. Wenn das jetzt hier nämlich dann gut aussieht, kann ich die Ecken wieder beleuchten, also von diesem Schuppen. Und dann habe ich hier hinten halt ganz normal den Schutz, den ich da brauche. So. Das Beleuchten, das muss ich noch gucken. Ich glaube, das mache ich dann mit so einem Schalter per Hand. Da weiß ich noch nicht so genau, wie ich das mache. Weil eigentlich beleuchtet man so einen Schuppen ja nicht 100% die ganze Zeit. Sondern eher dann, wenn man es braucht, sprich dann, wenn man da ist. Und das würde dann mit einer Lampe mit Hand gehen, aber das ist halt gerade nicht so günstig. Weil wie soll ich eine Hand, Lampe mit Hand, Quatsch, ja doch, zu einem effektiven Nicht-Spawn-Dingens machen, ohne dass sie die ganze Zeit brennt. Ja, und eine Lampe, die ganze Zeit brennt, ist dann wiederum nicht so schlüssig. Oh ja, ist okay. Muss ich natürlich noch vorziehen hier. So, dann kommt hier das Dach noch drüber. Und dann haben wir hier die Holzecke fertig. Vielleicht mal hier noch die Kackblätter wegmachen, die nicht despawnen, weil sie nah genug dran sind an dem Holzstamm. Und schon fertig. So, jetzt mal so gucken, wie mache ich das mit den Ecken? Ich denke, ich packe... Ja, ich hätte es vielleicht noch eins breiter machen müssen. Habe ich noch genug dafür? Ja, habe ich. Da. Wenn es eins breiter ist, kann ich nämlich in der Mitte ein einzelnes Lämpchen reinbasteln. Dann sieht es nämlich halt noch symmetrisch aus. Wenn es jetzt so wie jetzt ist, mit einer geraden Zahl, dann geht es ja nicht. Sonst passt es halt nicht. So, hier rum. Genau. Muss mal gucken, da passt es hin und dann kann ich es hochziehen. Nee. So. Muss ich mal kurz wieder skippen. Irgendwas Neues da. Das ist London. Das ist irgendein Dingens. Ah ja, lass ich das an. So. Nee, das oben, das sieht scheiße aus. Wo ist es hin? Dann habe ich es wohl schon. So, dann nehme ich das jetzt auch noch so schnell rüber, damit es passt. Und dann so, ja. So, lass es jetzt. So, und hier in der Mitte kommt dann quasi die Lampe hin. Muss ich nochmal gucken. Aber oben drauf dürfte ich dann ganz locker so ein Zeug verstecken können. So, habe ich denn überhaupt noch eine Redstone-Lampe? Habe ich überhaupt noch Zeug für Redstone? Dafür brauche ich eine. Verstärken muss ich da nichts. So. Ein Lichtsensor. 1, 2, 3. Das war zu viel. 1, 2, 3. Hier noch das Zeug. Und nee, ich habe keine Lampen mehr. Dann muss ich nochmal in den Nether. Da wollte ich sowieso noch mal hin. Haha. Perfekt. Nee. Tja, dann das Glas. Was ist das Glas jetzt hin? War das nicht hier drin? Nein, eindeutig nicht. Aber ich habe doch so viele gemacht. Oder spinne ich jetzt? Offenbar ja. Naja, dann kann ich in der Zeit dann rübergehen. Hier noch ein bisschen Essen mitnehmen. Scheiß Ofenkartoffeln, die sind kacke. So, falls ich sterbe. Ja, und dann das Zeug hier. Warte mal, das machen wir so. Damit ich dann eben nichts bereue. So, so die Birkensetzlinge von mir auch noch. Dann das auch noch hier. Das kann rein. Die Plünderungsschwert, das müssen wir auswechseln. Gegen Eisenschwert. Dann könnte ich theoretisch los. Den brauche ich eigentlich nicht. Warum habe ich denn den noch zum Reparieren irgendwo? Gut, ja, dann ich bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Gut, ich könnte mal... Nee, ich repariere den nicht.
Ach, was soll's. Aber ich brauche Pfeile irgendwie, ne? Hab ich hier vielleicht noch... Ach, diese scheiß Wiki liegt hier schon wieder in meiner Nase. Ah, hier ist sogar noch ein Bogen. Ah ja, mir fehlen die Federn. So. Ja, ich habe keine Federn, deswegen. Na, dann muss ich da ohne rein und den Gast irgendwie aus dem Weg gehen. Auf jeden Fall, ich brauche noch eine Hacke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 habe ich gesagt, so. Gut, Neta. Immer noch kicken, wie ich das mit dem Portal dann mache. Ach, da können wir auch mal ernten, wa? Später. Das muss ja hier noch weg. Zoom. Lassen wir mal. So, wie komme ich jetzt an Steinchen ran? Na, ich hätte mir noch Fackeln mitnehmen sollen, dann hätte ich den Weg markieren können. Tja, das habe ich jetzt auch nicht getan. So ein Mist aber auch. Egal, ich finde den Weg schon. Erstmal hier noch ein bisschen mitnehmen. Bringt auch schön Geld. Ja, EP meine ich. Dann kann ich vielleicht nochmal wieder einen Bogen verzaubern oder so. Im Moment habe ich ja nichts. Ach, da hinten sind Steine. Um eine Hacke zu verzaubern, weil dazu bräuchte ich erstmal eine Hacke. Da, 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 da. Wie gut, dass man das mit der Hand zerhauen kann. Moment. So. Dann habe ich hinten noch mein Licht endlich fertig. Ich könnte nochmal da oben rangehen dann. Dann habe ich gleich ein bisschen Reserve. Da, 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 da. Diese Kackdinger. Fühlt man sich immer so beobachtet bei den Ghasts. So. Machen wir das so. Und oben. Ah, sehr schön. Hier gibt es auch schön was zum Abbauen. So, mal bis die Hacke kaputt ist und alles weg. So, theoretisch könnte ich hier noch bis Stufe 30 abbauen dann. Ja. Aber, naja, mache ich gleich. Erstmal hier. Weswegen ich überhaupt hier bin. Ja, erstmal oben. So. Sonst fallen sie nämlich runter. Dann muss ich da runter, um die abzuholen. Und wenn ich das nicht mache, kann ich sie gleich hier oben lassen. So. Relativ simpel. Kann man auch sehr gut machen, wenn die Dinger zum Beispiel an der Decke hängen, dass man sich da so reinbaut, dass du von den Seiten geschützt bist. Weil du dann halt rechts und links noch so Zeug hast. Und dann kannst du auch noch drauf stehen und den letzten, den machst du dann weg. Und dann fällst du runter und holst jetzt Zeug. Das ist immer sehr schön halt, wegen diesen garstigen Dingern. So, was haben wir denn hier? Reicht das bis zu einem Drittel? Ja gut, das Drittel habe ich. Und hier vorne muss ich nochmal schauen. Ah ja, okay. Ja, da ist auch noch was. Oh, das ist ein schönes großes hier. Das sind wahrscheinlich zwei nebeneinander gewesen oder so. Und da sind wir fertig. Ja, kann ich gleich wieder gehen. Ach, jetzt muss ich auch noch niesen. Nein, es tut nur weh in der Nase gerade. Na gut, ist schon wieder vorbei. Also, hier lang. Dann glaube ich da wieder hoch. Wo war das so? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Jo, da sind wir dann. Habe ich eine gerade Zahl mitgenommen? Geil. Mache ich die. Und dann die. Und zack, 40. Gefällt mir. So,
erstmal wieder weg hier. Okay, dann teste ich mal meine Kartoffelsache. Wenn es stimmt, was ich mir so gedacht habe, müssten sie ja eigentlich runtergeschwemmt werden. Und sie werden runtergeschwemmt. Sehr gut. Das freut mich doch. Also erstmal gucken, was da oben noch so fehlt. Wie lange müsste ich das theoretisch laufen lassen? Ne, das hat ganz gut funktioniert hier. Da ist fast alles runter, nur hier vorne war halt gerade noch irgendwas. Da müsste ich dann eigentlich die Seiten hier noch mal austauschen. Gegen Holz halt. Dann dürfte da auch nichts mehr hängen bleiben. So. Den noch mal zumachen schnell. Und dann hole ich mir noch mal schnell ein bisschen Holz. Und jetzt habe ich die Nähtersteine mitgenommen. Das ist auch egal. Rein. Das ist nicht so ganz optimal. Eigentlich hätte ich gern, dass ich die Tür einfach so aufmachen kann, aber da fehlen mir die Skripts für. Oder Mods oder was auch immer. Nee, der Quarz, warte hier. So. Runter. Halt. Ah ja, okay, dann da hinten die drei. Ach, bin ich müde. Nein, eigentlich nicht. So. Das passt. Könnt ihr vielleicht nochmal... So. Dann sieht es besser aus. Schönchen. Also, jetzt brauche ich... Ach, verdammte Schade. Kein Holz, kein das. Das sind noch Kartoffeln. Kein Bogen. Ich brauche auch keinen davon. Ich nehme jetzt hier einen von mit. Das brauche ich. Den nehme ich auch noch mit. Den kann ich noch irgendwo hinsetzen. Mal gucken. Hier vorne. Theoretisch. Nee, da wird wahrscheinlich nicht wachsen. Da sollst du hin. So, dass es hier nämlich dann auch zu ist. Nix hier irgendwie mal auf die Idee kommt, ab und zu mal hier einfach mal einen Besuch irgendwie hinzubringen. So, vielleicht wächst da ja auch was. Ach so, Moment. Ja. So wie im Check hier. Verrecke. Ich muss noch fix was machen, und zwar eine Lampe. Zoom. Oh ja, und ich müsste noch das Glas abholen, damit ich mir noch so einen Sensor bauen kann und... Oh, schon wieder sehr verpeilt hier. Na, rein hier. Ja.